Hallo Jungs, hier ist der Marc und das ist der Shrapnel. Shrapnel ist ein Stück von ein Schredder, etwas das rumfliegt von einer Explosion, und das ist das Ding. Das ist in der Hobau Hyper SS, ist ein paar Jahre alt jetzt, hat alles mitgemacht und ist immer noch da. Natürlich hat sie etliche Probleme gehabt. Wir haben Shock Tower verbogen, haben sie wieder mit dem Hammer Rad gebogen. Die Spurstangen sind ein bisschen krumm. Es hat überall natürlich Spiel, es wackelt alles. Die Querlenkerachsen, also die Löcher in der Querlenke, sind ausgelöffelt. Der Hinterspoiler ist anders gemacht worden. Der ist jetzt direkt angeschraubt hinten an der Zelle, wie original, aber statt rüber dann an die Verstrebung ist er an der Shock Tower geschraubt. Wir haben eine Arma Typhoon unzerstörbare K.O. drauf. Antenne ist drauf, nur zum Plausch. Damit wie ein alter ferngesteuertes Auto aussieht. Wir haben 6S an Bord mit den M-Lines Straps, weil wir wollen sie testen. Wir wollen sehen, wie viel die aushalten. Hier. Wir haben einen uralten Regler, wo der Kabel hier... Das Gehäuse vom Regler wurde aufgeschnitten, damit wir die Kabel reparieren konnten. In dem Gehäuse, die Kabel, die zum Receiver gehen, sind repariert worden. Wir haben einen JX Servo drin, der ist nicht alt und der kann das ausleiten, ist kein Problem. Einen alten Ezran Motor, der Rotor war explodiert, also haben wir einen Rotor reingemacht von einem Torus Motor. Die kriegt man einzeln für 25-30 Euro, die Rotoren. Haben wir so einen Rotor reingemacht. Die Lipo ist auch uralt, ist fast am Explosion schon. Und wir haben von dem Crate nach Death die Verstrebung reinmontiert, weil das war ein Hyper Cage. Das heißt, das Gewicht ist mehr nach hinten als der normale SS. Normalerweise hast du auf den links und rechts zwei Schwellen und den Käfig drauf. Der wurde mit der Zeit natürlich vermetzelt. Und wir haben zugänglich zudem noch hier eine Alu-Verstrebung direkt ins Chassis montiert, von der Heckzelle an Chassis und hier nach Front. Das heißt, das Ding ist jetzt super straff unterwegs. Dämpfung ist eingestellt wie ein Wettbewerbsbuggy, also das heißt, das Auto springt nicht wieder weg, wenn es landet. Es macht einfach nur plumps, ist runter. Wir haben es nicht so hoch eingestellt, weil wir fahren ja nur im Feld und ihr habt es ja gesehen auf dem Video, ich fahre vom Parkplatz los auf die Rampen. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr mit dem Auto machen, bevor wir es wieder auf die Rampe schießen. Letztes Mal ist eine Kugelpfanne gestorben, waren noch die Originale, die alte Version. Jetzt haben wir die neuere drin vom VT. Die gehen nicht mehr kaputt. Du kannst auch, wenn du es möchtest, die vom Hyper MT2 montieren. Dann hast du sowieso Ruhe mit den Kugelpfannen. Genau auch wie mit Verstrebungen der Rest hier. Da ist was los an der Lenkung. Wir haben auch Lipofach. Also, guck mal, ist das letzte Mal rausgeflogen. Es hält natürlich nur leider mit den glitzekleinen M3 Schrauben, 4 Stück. Also haben wir hier diesmal M4 reingebolzt. So. Und wieso ist das Auto an? Weil ich wollte euch mal ganz einfach nur den Amazing Sound of Pure Happiness hören lassen. Das ist der Sound von der Fröhlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr kennt Ren und Stimpy. Der Ren, der macht einfach nur Oh Freu. Und so ist es, wenn das Ding heult. Hör mal das an. Hört sich an wie eine Kawasaki Ninja. Und so schießen wir das Ding auf die Rampen. Aber wir sind heute Samstag, wenn es gut geht. Morgen machen wir ein bisschen Pump Tractor mit. Und gehen dann, wenn ich Zeit habe, vielleicht nochmal am Abend auf die Rampe los. Mal sehen, ob es diesmal was Besseres wird. Ich muss dann auch mal endlich mal die große Rampe mitnehmen, um zu sehen, wie das Ding fliegt gegenüber die erste Version. Wir haben auch da drauf die TF-11 Tomahawk von HPI.
das ist extra gemacht. Wenn du dich nervst, kannst du die Gegner einfach abklopfen damit. Einfach den Schädel auf. Pa! Weg mit dem Gegner. Jungs, bis bald. Macht's gut. Ah, übrigens. Eben. Ich habe jetzt das Video auf Deutsch gemacht, damit, weil viele haben das Video gesehen, wo ich das Auto auf die Rampe schieße und haben sie verstanden. Das Auto, das ist ein uraltes Wrackstück. Das ist ein Auto, das normalerweise so zum Schrott sollte. Wir haben die Antriebswelle mit dem Hammer gerade gebogen. Wie gesagt, die Shock Tower. Wir haben Verstrebungen, wir haben mehrere Löcher im Chassis. Das Auto ist nur Schrottteile zusammengefügt und wieder ungefähr gerade geklopft. Und ihr werdet sehen, das war super. Tschüss.